Kraut. Springen wir mal hier kurz ins Wasser und finden noch einen Dietrich. Auch nicht schlecht. Entweder gibt es hier noch irgendwo noch Gebiet. Wo könnte noch Gebiet sein? Da ist noch was zu sehen. Da ist übrigens auch noch was zu sehen. Also ja, wenn wir hier durchlatschen, noch mal auf die andere Seite tauchen. Hier durch, auf die andere Seite. Oder einfach ins Wasser, ins Loch fallen. Ich nehme mal nicht an, dass wir unter Wasser graben können. Nein. Ja. Also im Bock bewachen 4 uralte Wesen irgendwas. Gib mir noch mal den Text. A treasure chest long lost guarded by the forefallen spirits in the bog. Hier ist auch wieder so ein Busch in den Bäumen zum Zerhäckseln. Das hier kann nicht gemeint sein. Kann ich hier überhaupt graben? Nö. Also ja, ich konnte graben, aber hier war nichts. Und ich sehe hier auch. Ich sehe Insekten, ja. Sehr schön. Ich sehe sogar sehr viele von euch, die wir spawnen scheinbar hier im Bock sehr schnell. Da ist übrigens so eine Art. Ach so, das ist das der Altar. Aber nee, ich sehe hier nichts, was auf 4. Du bist nur das Auge. Was bei 4 von 4 Geistern bewacht wird. Na, bleibt uns nicht viel übrig, außer darunter zu gehen. Obwohl, ich wollte ja noch mal kurz hier rüber tauchen und auf die andere Uferseite schauen. Weil ich gemeint habe, dass da vielleicht noch was sein könnte. Das da unten sieht auch nach nichts Wichtigem aus. Ja, da drüben irgendwas. Nicht wieder runterplumpsen. Hier hoch bitte. So. Hier war nur das mit den Schlangen. Hier war der Hub, für den wir noch keinen Schlüssel haben. Wobei ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Hub-Schlüssel da auf der Teleporter-Insel liegt. Und ja, da drüben sehe ich Ufer. Aber sonst sehe ich da nichts. Und ich sehe hier auch nichts, was von 4 Alten bewacht wird. Oh, Hunger. Hunger ist gut. Ja, ist. Danke. Ups. Gehen wir noch mal kurz auf die Insel rüber mit dem Teleporter. Gucken wir uns hier noch mal kurz um.
Hier wären schon mal zwei Fackeln. Hier wäre so ein Steinkopf, der erzählt uns allerdings nichts. Nö, hier liegt kein Hub-Key. Gut. Wir haben übrigens im Bock auch noch keinen Kristall gefunden. Na gut, der nächste Kristall liegt direkt vor der Haustür. Aber vielleicht finden wir unten im Hörders denn einen. Weil bis jetzt sagt mir mein Gefühl, dass mindestens ein Kristall pro Gebiet vorhanden ist. So. Da lang. Nehmen wir den schnellen Weg einfach hier runter. Und dann gucken wir mal in den Hörders Den rein. Das sieht mir mehr oder weniger nach einer natürlichen Höhle aus. Mit einem Schacht, wo man runterfallen könnte. Hi Jungs. Erinnert ihr euch noch an mich? Wow. Otarion ist wieder am Verhungern. Viel Schaden macht ihr nicht. Ihr haltet bloß einiges aus. So. Ach, du hättest noch einen Fisch gehabt. So, hier mal kurz zumachen. Oh, hinter dir ist ein Brokkoli, oder? Ja, hinter dir ist ein Kampfbrokkoli. Wow, noch einer. Wow, und so ein Vergifter. Wow. Die Vergifter sind übel. Wow, du hast ja Gegengift, dann nimm das mal. Wow. Bist schon wieder vergiftet. Okay, der Hörderstein ist böse. Hi, Kumpel. Au, Gift. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Und du hast nichts mehr, womit du schießen kannst. Also benutzt du den Dolch. Und da sind wir einfach mal rausgelatscht. Und alle sind vergiftet. Nicht gut. So. Kurz rasten. Ganz kurz rasten. Oh, Hunger. Und weiter rasten. So, jetzt will ich gern den Giftpilz da unten loswerden. Ging schneller als gedacht. Also, der Hörderstein ist voll mit Viehzeug. Mit Pilzen. Au, das war schlechtes Timing. Das war ein schöner Hit. Oh, und das ist Essen. Stimmt, die droppen Hörder-Caps. Können Hörder-Caps droppen. Okay. Ist schon mal ein großer verwinkelter Ort. Das sieht wie ein Bossfight aus, ja. Ich habe gerade die Speerdinger im Boden gesehen. Da ist Bossfight Time. Eine Pickaxe? Die behalte ich mal. Die sieht so aus, als ob sie nicht unbedingt dafür da ist, zum
zum Angreifen, sondern um Sachen zu kloppen. Wow. Hallo, Mimik. Wow. Die werden auch irgendwie mal stärker. Oder auch nicht. Battle Axe, ein Text. Mein Key. Map. Eine Brücke. Ist ja bloß der Weg zu viel. Eine Brücke. Das kommt mir bekannt vor. Eine Brücke. Das ist auf jeden Fall eine Brücke. Das da unten sieht auch aus wie eine Brücke. Wo ist eine Brücke und dann noch eine Brücke? Also von unten aus eine Brücke. Hier wäre da zum Beispiel was. Aber das sieht nicht danach aus. Hier auch nicht. Das auch nicht. Hier eigentlich auch nicht. Und hier oben sind keine Brücken. Nee, wenn, dann ist das hier irgendwie auf den Sumpf bezogen, glaube ich. Wobei, das könnte auch ein Weg nach unten sein. Weg nach unten wäre hier. Aber das ist auf der anderen Seite von der Brücke. Nee, das ist auf der Seite. Klar, jetzt weiß ich, wo das ist. Zeig mir nochmal die Map. Das ist... Die Brücke existiert hier ja gar nicht mehr. Das muss diese Brücke hier sein. Und da muss das gemeint sein. Kommt das ungefähr so hin? Ja. Ja, das tut es. Da ist also was versteckt. Gut. Gut zu wissen. Jetzt gucken wir uns noch kurz hier unten fertig um in dem Loch. Hier ist aber nichts. Dann können wir, haben wir die Möglichkeit, in den Bossfight-Raum zu gehen. Ne, hier war ich schon. Hier geht's nicht auf. Hier sehe ich jedenfalls nichts, was aufgehen könnte, oder doch? Iron, bla bla bla, Helm. Protection plus 8 wiegt 2,1 Kilo, bringt nichts. Anti-Venom, schon wieder eins. Okay, das war ein interessant versteckter Knopf. Muss ich ehrlich zugeben. Da geht es zum Bossfight, habe ich gesagt. Und dort würde es wahrscheinlich in die Mine gehen. Nee. Ich gehe jetzt zurück und speichere erstmal, weil wir schon wieder weit über der Aufnahmezeit sind. Tu schon mal nachlegen an Zauber. So, hier durch ist der schnellste Weg. Hoffen, dass keine Frösche wieder aufgetaucht sind, neue. Sieht aber einigermaßen okay aus. Mana-Pflanzen lasse ich jetzt mal liegen. So, hier hoch. Und mit der Morgendämmerung speichern. So. LP081. Und dann geht's gleich weiter. Bis dann.